meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Videorezension zu Upside Down von Lia Riley geben, weil du mir den Kopf verdrehst auf dem Blanc Valais Verlag. Kostet neu 8,99 €. Das Ganze habe ich am Flughafen in Köln entdeckt, als wir gerade Richtung Karibik düsen wollten. Und ich habe es gesehen und musste es dann unbedingt haben, aus unterschiedlichsten Gründen, die ich euch gleich erklären werde. Aber erstmal zum Inhalt. In dieser Geschichte geht es um Talia und Talias Leben steht einfach gerade Kopf. Sie hat ihre Schwester verloren, ihre Uninoten sind einfach im Keller und total grottenschlecht und ihre Mutter macht gerade einen Trip durch, den sie auf Hawaii auslebt und sie hat das Leben auf Hawaii halt gegen ihr Familienleben eingetauscht und Talia ist in ein ziemlich schwarzes und dunkles Loch gefallen und weiß nur einen Ausweg, nämlich am Ende der Welt vielleicht wieder zu sich zu finden, indem sie nach Australien fliegt. Auch Bren hat das mieseste Jahr seines Lebens hinter sich, denn ein Mädchen hat einfach sein ganzes Leben ja, zugrunde gerichtet und er versucht sich irgendwie über Wasser zu halten. Als er sich dann aber verliebt, stellt sich halt die Frage, ob er dieser Liebe und überhaupt einem anderen Menschen wieder eine Chance geben soll. Zwei Leben, die sich irgendwie durch einen Umstand miteinander verknüpfen und die sehr bewegt und emotional waren bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich kennenlernen. Ob die beiden da irgendwelche Chancen haben, wieder auf den rechten Weg zu gehen oder ob sich die Teufelsspirale noch enger um sie zuzieht, das müsst ihr selber herausfinden. Ich war sehr begeistert von diesem Buch, alleine schon, weil es in Australien spielt und eigentlich wollten wir unsere Flitterwochen ja in Australien verbringen. Das hat ja dann aus unterschiedlichsten Gründen, weil wir einfach gar nicht so lange freigekriegt haben, nicht geklappt und somit mussten wir ein bisschen umdisponieren. Die Karibik war auch wunderschön und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber natürlich dachte ich mir dann so am Flughafen, hier hast du diesen Hauch von Australien, den du gerne gehabt hättest und dann nimmst du ihn einfach mal mit. Und somit habe ich das Buch mitgenommen und direkt auf dem Flug begonnen. Und ja, ich habe es nicht bereut, mir hat es echt gut gefallen. Ich mochte Talia, ich mochte Bran, ich fand beide irgendwie sehr charismatisch und sympathisch. Hier wurde immer mal wieder im Schreibstil die Unterschiede zwischen australischem Englisch und amerikanischem Englisch deutlich gemacht, dass es da tatsächlich irgendwie Unterschiede gibt. Das war sehr humorvoll gestaltet, aber es hatte natürlich auch eine ziemliche Ernsthaftigkeit, dieses Buch. Es hat Thematiken behandelt wie Verlust, Trauer, Veränderungen, Neuanfänge. Ja, also ganz, ganz viele Aspekte waren hier Thema drin und das hat die Autorin wirklich gut umgesetzt. Man ist immer wieder so geswitcht zwischen Talias Ansicht und zwischen Brans Ansicht. Hat mir auch gut gefallen. Brans Kapitel waren meistens rar gesät, wenn ihr versteht, was ich meine. Die kamen weniger vor und waren meistens dann auch kürzer. Trotz alledem haben beide Protagonisten sehr emotionale Geschichten und es hat mir echt gut gefallen. Ich konnte mich hier total in die beiden hineinversetzen. Es hat mich emotional total abgeholt. Der Schreibstil war richtig toll. Man ist hier durchgeflogen. Man hat aber auch so eine gewisse Intensität gespürt und alles im allen war das wirklich eine gelungene Geschichte am anderen Ende der Welt, die auch noch so ein bisschen ja, Fernweh mit sich gebracht hat und so den Hauch von, ja, ich kann das gar nicht anders beschreiben, diesen Hauch von Reisen und ja, das war echt toll. Was mich natürlich so ein bisschen irritiert hat und was vielleicht auch kein gutes, in dem Moment vielleicht kein gutes Buch war. Hier geht es auch ums Fliegen und das Fliegen ist hier nicht gerade positiv belastet. Und ja, das war vielleicht taktisch nicht so schlau, das auf dem Flug zu lesen. Aber trotz alledem habe ich das gut überwunden und verkraftet, dieses kleine Trauma, was mir da gemacht wurde. Und ja, ein Buch, was echt viel Spaß gemacht hat, hat von mir 4 Sterne gekriegt. Es gab natürlich so die ein oder andere Länge, wo ich so gedacht habe, ja, jetzt kann aber mal ein bisschen, weil das Buch doch tatsächlich als New Adult Roman ganze 400 Seiten hatte.
Und das Ende war in Ordnung. Es war ein bisschen offen, aber es war in Ordnung. Und ja, das Buch an sich hat auch sehr gelitten auf dem Ganzen. Ihr seht das hier, das ist da auch ein bisschen nass geworden. Lag vielleicht aber auch daran, dass wir in Urlaub waren und ich im Urlaub tatsächlich nicht die ganze Zeit gelesen habe, sondern immer mal so zwischendurch. Auf dem Flug halt habe ich ein bisschen gelesen. Und dann, wenn mal am Pool eine Stunde Zeit war oder am Meer, das kam immer drauf an. Aber die meiste Zeit waren wir tatsächlich unterwegs und ich habe gar nicht so viel gelesen, sondern eher Hörbuch gehört. Weil wenn man jetzt im Bus unterwegs war oder zurückkam von irgendeinem Ausflug, der 12 Stunden gedauert hat, dann konnte man im Bus gut entspannen und ein bisschen Hörbuch hören. Das waren immer so meine Varianten. Oder ja, abends noch ein bisschen Hörbuch hören, wenn man nach Hause gekommen ist, nach den Animationssachen im Hotel und hast du nicht gesehen. Also da gab es immer mal Möglichkeiten, ein bisschen Hörbuch zu hören oder ein bisschen zu lesen. Es war aber tatsächlich nicht so, weil mich viele gefragt haben, ob ich jetzt die ganze Zeit nur gelesen habe. Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte wirklich in meinen Flitterwochen noch Besseres zu tun. Trotz alledem habe ich natürlich dieses Buch gemocht und kann es euch nur wärmstens empfehlen. Ich verlinke euch unten in der Infobox das Buch und den Verlag, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Und das war's schon von mir. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob ihr das Buch noch lesen wollt, ob ihr auch so gerne mal nach Australien wollt wie ich. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye!